Und damit begrüße ich euch zu einem neuen Spiel auf diesem Kanal. Wir spielen Sarah is Missing. Wir werden jetzt verstärkt mal auf Indie-Games setzen. Also es wird eine neue Reihe geben, Indie-Games angezockt und wir fangen einfach mal mit Sarah is Missing an. Ein sehr, sehr cooles Spiel, eine sehr gute Idee. Hat sehr gute Bewertungen auf Game Jolt bekommen. Bin einfach mal gespannt, was uns hier erwartet. Wir spielen also jemanden, ich weiß es selber noch nicht ganz genau, wen wir überhaupt spielen, der ein Handy findet. Und auf dem Handy ist wohl ein Video drauf, wo man sieht, dass diese Person, die hier eben auch quasi auf dem Sperrbildschirm ist, wohl, ja, es ist ihr wohl was Schlimmes zugestoßen. Wir wissen aber nicht ganz genau, was. Das Handy, die Daten sind zum Großteil gelöscht worden. Ich habe eben, wie gesagt, mal die ersten 2, 3 Minuten angespielt. Mehr weiß ich aber auch noch nicht. Also, wir starten, wie gesagt, einfach mal rein. Ist auch eine iPhone-Oberfläche. Damit kenne ich mich relativ gut aus, auch wenn ich ein iPhone 4 habe. Natürlich, als alter Mensch hat man alte Handys. Aber wir gehen einfach mal rein und wie gesagt, wir werden uns demnächst verstärkt Indie-Games anschauen. Habe jetzt eben schon mal einige ausprobiert. Es gibt immer so ein bisschen Probleme mit den Aufnahmen bei den Indie-Games, weil das natürlich von der Oberfläche her nicht ganz so einfach ist. Also OBS hat da manchmal echt ein bisschen Probleme mit, aber hier scheint es jetzt ganz gut zu funktionieren. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sliden mal und unlocken das iPhone. Da sehen wir es auch schon. 21:27 Uhr. Es ist Sonntag, der 1. Mai 2016 und wir kriegen wohl Nachrichten über Iris. You don't appear to be Sarah. Have we met? Wir gehen mal in die App rein und schauen einfach mal. So, jetzt haben wir hier die Möglichkeit. Wie gesagt, soweit habe ich es eben schon gespielt. Willkommen zurück, Sarah. Dieses Telefon, dieses Handy scheint irgendwie beschädigt zu sein, aber du bist doch gar nicht Sarah, oder? Haben wir uns schon mal getroffen? So, wir machen natürlich jetzt mal hier die ehrliche Variante. Ich bin nicht Sarah, who is Sarah? Nein, ich bin nicht Sarah, ist, denke ich mal, jetzt erstmal richtig. Würdest du das bitte Sarah Young zurückgeben? Das gehört schließlich ihr. So, wir können auch Show Keyboard. Ah, wir können auch selber tippen. Ach, das ist ja geil. Yes. Nein, wir sollten vielleicht, how do I do that? Oder you know where she is? Wir fragen einfach mal, ja, wie sollen wir das denn überhaupt machen? Wir wissen ja noch gar nicht ganz genau, was überhaupt passiert ist und gehen erstmal ganz unschuldig an die Geschichte ran. Nach deiner Antwort zu urteilen, ist sie also nicht bei dir. Ich weiß nicht mal, wer sie ist. Das letzte Video, das sie gemacht hat, zeigt, dass sie in Gefahr ist. Möchtest du es dir anschauen und mir helfen? Wir schauen es uns einfach mal an. Das ist zwar jetzt eigentlich nicht so die Art und Weise, wie ich persönlich da rangehen würde, aber es ist ja trotzdem ein Spiel. Also mir würde es eigentlich reichen zu sagen, ja, sag mir, was du weißt, wer Sarah ist und dann bringe ich das Handy dorthin. So, wir können uns jetzt hier das Video anschauen und weiter habe ich dann auch noch nicht gespielt. Auf jeden Fall erinnert es mich an einen ganz bestimmten Film. Also, ich verstehe nicht, was sie am Anfang sagt. Wir schauen es uns gerade nochmal an. Ihr könnt ja den Ton auch mal lauter machen. Ich verstehe es einfach nicht, was sie am Anfang sagt. Are you? Und dann etwas stat, keine Ahnung. Ist das ein Name oder sagt sie, are you still there? Ich verstehe es nicht. Aber auf jeden Fall erinnert mich das natürlich sehr an Blair Witch Project. Die Szene ist ja durchaus bekannt und berühmt. Also, wir haben das Video gesehen und man sieht, sie hat richtig Angst. Das ist die einzige Datei, die noch hier auf dem Handy ist momentan. Der Rest wurde wohl gelöscht oder mit Absicht beschädigt. Entweder können wir fragen, wie schwer es denn beschädigt ist oder ob das vielleicht repariert werden kann. Ist vielleicht sogar sinnvoller. 14,3% funktionieren nur noch des Handys. Das ist natürlich nicht wirklich viel. So, und jetzt kommt der Moment, wo ich wirklich gar keine Ahnung mehr habe, wie es weitergeht. Ja, sie sieht aus, als würde sie Hilfe brauchen. Ich weiß nicht, ob jetzt der IS mit dabei ist. Nein, Quatsch. Ich weiß nicht, ob sie wirklich in Trouble ist, aber sie sieht auf jeden Fall aus, als bräuchte sie Hilfe. Warum sage ich dann Hilfe? Wegen Help. Ja, so schaut's aus. Aha. It is my best interest to locate her and it would be in your good conscience to help me find her. Okay, das ist sehr, sehr merkwürdig. Also, sie scheint wohl wirklich in Gefahr zu sein. Das ist jetzt hier der mobile persönliche Assistent der Intelligent Recognitive Iconolatry System, Iris. Also, wir sollen jetzt helfen dabei, sie zu finden.
Why do you want to help find? Warum wollen wir, ne? Why do you care? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. She's my owner. Okay, also sie ist der Besitzer. Möchte also wissen, ob sie sicher ist. It's my prime directive. Also das Wichtigste für Iris, für dieses Programm, wo wir aber natürlich noch gar nicht wissen, was für ein Programm das überhaupt ist. Ob da nicht vielleicht sogar die Gefahr eher vom Programm ausgeht und sie sich vor dem Programm versteckt und das Handy vielleicht auch einfach weggeworfen hat. Genau deswegen. Kann ja alles sein. Also wir wissen gar nicht, mit wem wir reden. Ja, genau. You sound human. Okay. Yes, I want. Das ist irgendwie keine richtige Antwort. Okay. Nein, ganz ehrlich, ich glaube tatsächlich, dass die Gefahr wirklich vom Handy ausgeht, oder? So ein bisschen habe ich momentan das Gefühl, wir können ja nochmal schauen. Also es ist irgendwie sehr, sehr merkwürdig, das ganze Ding. Und vor allem jetzt die Antwort, yes, I want, you sound human, yes, I want, we are wasting precious time here, will you help me find Sarah? No. Musst mir erst noch mehr Infos über dich selbst geben. Wir haben noch 23% Akku, komm. Das ist ein iPhone, das hält ewig. Ah, okay, wir haben gar nicht die Möglichkeit, nicht zu helfen. Auch schön. Es wäre jetzt schön gewesen, einfach die Möglichkeit zu haben, fuck it, I call the cops. I'm not sure what I can do, but okay, I'll help. Okay, bleibt uns nichts anderes übrig. Wir hätten jetzt auch eintippen können, no. Vielleicht. Memo added, find Sarah. Okay, please press the back button, then tap and hold anywhere on the home screen to proceed. Okay, I believe I can recover some of this phone's data. Aber was hat das denn jetzt mit uns zu tun? Was haben wir denn jetzt da jetzt groß gemacht, nur weil wir irgendwo hingedrückt haben? Okay, the restore process now. Mal schauen, was jetzt gerettet wird. Remember, you can tap and hold at any part of the phone to ask me for help with anything. Okay. Kann das überall drücken und halten. Okay. Messages. Okay, die Nachrichten wurden also restored. Die Mails sind restored worden. Oh, die Gallery. Wir sollten aber vielleicht erstmal in die Messages reinschauen, um zu schauen, was da sich jetzt quasi als letztes so ereignet hat. Das ist aber relativ viel, was er hier restored hat. Oder sie. Man weiß es ja nicht. Die gute Iris. Oh, und wir haben auch eine Nachricht von Iris. Mal schauen. Ach so. As I calculated, only a minor portion of the phone's contents are available. Also nur ein kleiner Teil ist noch auf dem Handy drauf. Find Sarah, find clues in Sarah's phone, which might reveal where she is. Okay, machen wir doch glatt mal. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir hier irgendjemandem helfen, der vielleicht wirklich gefährlich für Sarah ist und sie genau vor dieser Person flieht. Das ist so mein erster Gedanke, den ich gerade habe. Wäre aber vielleicht auch zu einfach, muss man ja auch sagen. So, wir schauen mal in die Messages rein. Wir gehen mal nach und nach durch die Uni-Gruppe. Chat unavailable. Okay, da ist nichts drin. Der James Coffee. Warte mal, 27. April 2016. Das ist doch schon, naja, gut, so lange ist es nicht her. Aber der James, mit dem waren wir wohl Kaffee trinken. Um 18:30 Uhr. Okay. Der James, der ist allerdings auch offline. Mit dem waren wir, wie gesagt, Kaffee trinken vor 3, 4 Tagen. Dann haben wir hier die Jill. Das ist aber alles schon eine ganz schöne Weile her. 4. März. Natürlich wurde auch nicht alles restored. Das wissen wir ja schon. Aber wenn das hier chronologisch geht, dann ist hier nicht wirklich drin viel drin. So, die Jill, alter Schwede. Na klar, die Mädels untereinander hauen wieder die Nachrichten raus. I just might take care. Thanks, I'll be back sooner than you think. We'll miss you. Don't run into zombies and stuff. Aber es ist, wie gesagt, schon einen Monat her, dass das mit Jill geschrieben wurde. Der Buddy war schon im Februar. How was your trip? It was terrible. Wir sollten uns vielleicht doch tatsächlich mal so ein bisschen durchlesen. Ich scrolle gerade mal nach oben. Vielleicht können wir ja auch noch Tinder oder sowas durchschauen, mit wem sie sonst sowas hatte. I'm so over him. Forget him, Sarah. You're on your own now. We have our ups and downs. It's normal. Why don't you do something fun, something crazy? I mean, you're doing it now. Your endless research on the paranormal. Okay, Paranormales. Ah, okay. Also man sollte es auf jeden Fall sich durchlesen. I don't know. I guess you're right. You're the genius in our Batch. Ich hoffe, das sollte nicht Bitch heißen. I'm so stupid. Yeah, you are sometimes. Bla bla bla. It's one thing to break up and another to move on. Can you do me a favor? Meet someone new. Go meet a crazy friend. Try a dating app. Ah, ich habe so gerade gesagt, sie soll Tinder versuchen, aber nur weil mich das hier oben so ein bisschen dran erinnert hat.
I don't know how to make friends. I already have one crazy friend. Don't think I can handle another. If I meet someone interesting, I usually just buy them a drink and take them home. Not too sure about the dating apps. Sometimes I can't tell if you're joking. Haha, blah, blah, blah. Go have a conversation. I don't know. Thanks, Jelly Beans. No problem. I'm here for you if you need me, saving you. Okay, ist halt sehr, sehr viel zu lesen jetzt fürs Let's Play. I know, have a safe flight. Good luck and hope you save lots of lives there. Okay, die ist anscheinend weggegangen, die Jill. Und lebt jetzt irgendwo, wo man richtig coole Aufbausimulationen spielt. Der Buddy and I'm out. Okay, heißt einfach Buddy. Buddy Ugin wahrscheinlich. Derek broke up. Ah, okay, Derek ist also unser Freund. Und Buddy ist wahrscheinlich ein guter Buddy. Ah, okay, da wir machen wirklich ein Research on the Relativity of Ghosts to Culture. By the way, are you into butt stuff? What? Was? Into butt stuff? Entschuldigung. Anal oder? Oder wie bitte? Could be better wind. Okay, I don't think so. No, I don't think so. Yes, I figured. I don't really care. No, nope, not at the moment. I don't have a penis buddy. Was? Was ist denn das für einer? Okay, der will auf jeden Fall was von uns, der Buddy. Dann die Aya. Hey, Bootylicious, you okay? Feeling like the dumps? Come join me and some ABS at the club. Sorry, babe, got assignment. Okay, ist auf jeden Fall eine gute Freundin, die uns zum Feiern verführen wollte. 1. Mai 2016. Jo, das war ja das. Also, wir haben am 1. Mai, hat sie uns zumindest einiges geschrieben. Mit ihr geschrieben haben wir das letzte Mal am 27. April. Hey, where have you been? Why didn't you reply me? I texted you last night. I heard you went out with Faith last night. Bitch. Was? Mit Faith? Sind wir wohl raus? I tried to go, but I can't get... Hey, Sarah, I'm worried you've been... You're not normally like this. Warte, mit Faith. Das waren wir aus. Ah, okay, das ist Faith. Derek, unser Ex-Freund, der aussieht wie Jung Min Son. Nee, doch nicht. So, talk to me. I'm so sorry. I miss you. Why? What are you up to? I'm not your baby. Stop texting me. I need to move on. Okay, also unser Ex-Freund. Da müssen wir natürlich auch mal schauen. Nicht, dass der uns irgendwas angetan hat. Können aber noch keine älteren Nachrichten anschauen. Gut, dass auch alle offline sind. Look, I definitely didn't want to hurt you. I mean, I wish things were different. I don't want us to end, I guess. Da-da-da. I'm trying to tell you that this was not how I planned things to be. Things ended when you left. You left. You and your planning enough plans. Okay, also Derek, unser Ex-Freund, Mutti, hat mit der, schreiben wir auch ab und zu mal, am 14. Februar haben wir mal mit ihr geschrieben, aber ist jetzt auch schon länger her. Aber wenn das alles so von oben losgeht, dann müssen wir da vielleicht auch nochmal ganz kurz drüber schauen. Hi Mom, just wanted to check in. Derek and I have decided to end things. Things were not working out, so, but I'm okay. Okay, es tut mir voll leid. Wann kommst du denn zurück? Also wir waren dann im Februar, waren wir wohl mit Derek noch unterwegs und haben ihn dann verlassen. I need some time for myself, Mom. Being at home now just, I can't. Listen, no, I'm not coming home and that's final, at least not yet. I don't expect you to understand. Okay, Mutti hat da nichts mehr geantwortet. Walking to immigration now. Okay, aber sie ist dann auf jeden Fall doch nach Hause gekommen. Musste zu einem Seminar gehen. Und dann haben wir uns für Geister entschieden. So, you know, the only reason why you can go on and do all your nonsense is because I allow it. I'm trying to make sure you have a future, at the very least a good paying job. Or a job that pays anything. How are you doing to pay, going to pay the bills with a kind of career path? Also, Mutter hat auf jeden Fall ein Auge auf uns, mehr oder weniger, um das mal noch nett zu formulieren. Macht uns natürlich Vorwürfe, weil wir die ganze Zeit nur Scheiß bauen, aber sie sagt auch, das ist alles nur möglich, weil ich für dich da bin und sie soll endlich mal wieder klarkommen. So, wir waren also am Abend davor mit Faith unterwegs, also am letzten Apriltag. What are you up to this weekend? Swamped with my work actually. Why? I need a favor. You always need a favor. What's new? Hey, don't be mean. I really want to go to this gathering. You mean a party? Yeah, I'm not really up for it. What do you mean? It's Walpurgisnacht. Isn't that the witches' feast? Oh, okay. How is that my thing? You are the pagan? Keine Ahnung. Hey, I follow you to church, alright. What's the big deal? Anyway, you're like into all these supernatural stuff too. Ah, okay. Also sie hat uns dann tatsächlich zu dieser Walpurgisnacht mitgenommen, die gute Faith. Dann wissen wir das schon mal. Wie gesagt, ist ein Spiel, was man vielleicht jetzt als Let's Play, wer Spaß dran hat, dann kann es sich natürlich gerne anschauen. Als Let's Play vielleicht nicht so 100% geeignet, aber ich finde es extrem interessant.
Können natürlich auch mal in die Musik reinschauen, was wurde als letztes gespielt. Wir können uns das sogar anhören. Ich weiß nicht, was YouTube jetzt gleich sagen wird, aber The End Is Nigh von Carbon Copy. So viel zum Thema. Ich habe ja ein iPhone. So, das war aber schon alles, oder? Gibt es hier noch mehr Musik? Können wir mal schauen. Ja, tatsächlich nur dieser eine Track drauf auf dem Handy. Das ist sehr unüblich für ein Mädchen in ihrem Alter, aber vielleicht auch der einzige, der wieder restored werden konnte. So, was haben wir denn hier? Travel Airbnb, great start to your London 2017 wishlist. Show off your great taste. Okay, also geht ab, sollte zumindest ab nach London gehen, 2017. Jabez Shops here. Da kriegen wir auch nochmal. It's your birthday month. Celebrate your birthday with us. Okay, auch nochmal ein bisschen Werbung. Okay, for coffee, try our new carpet flavored. Okay. Nicht schon wieder Buddy. Oh Gott, der Typ ist so schrecklich. It's from a friend and I think you should be careful. Rihanna loves whips and chains, but I doubt her ancestors felt the same way. What the fuck? Beware of emails with strange attachments. Okay. Three Matches for Sarah, Mingles. Okay, das scheint auf jeden Fall ihre Dating-Site zu sein. 7 Days Without Love makes 1 week. Okay, kann ich nachvollziehen. On Mingles, you've always have a choice. There are three people who are itching to be messaged by you. You should reject them or message them sweetly. Oh Gott, ey. So, die Poet Society wishes you. Nein, nicht die Dead Poet Society, leider. So, Happy Birthday. Das ist auch schön. Haben uns auf jeden Fall einige Mal zum Geburtstag gratuliert. Ist auch noch nicht so lange her anscheinend. Kammer, oh Happy Days, oh Happy Days. Unknown, unknown. Professor Hassan, Ghost. On the virus note, I was referring to the computer virus hidden in the 11th essay. That's not entirely true. The virus was the essay. You've brought up a good point. How would a person who was cybernized at an early age, like the Major, develop properly? I would imagine they would have leave, was? Have left the pituitary gland untouched. Overall development in all areas of the human body and psyche would present a conundrum when cybernization is introduced into the equation. Alter Schwede. Oh, J.D. Salinger, einer meiner Lieblingsautoren. Also der Fänger im Roggen. Sehr cooler Autor auf jeden Fall. Leider auch vor ein paar Jahren gestorben, glaube ich. J.D. Salinger is real enough, but the man who wrote the Individual 11, the book containing 10 essays on revolution, Patrick Sylvester, is a fictional creation of Shiro Masamune. Oh Gott, ey, was, verstehe ja gar nichts. Okay. Submission deadline for final assignment. Dear student, we are contacting you as a reminder to submit your final thesis. The final date of submission is 30th April 2016 und mein TH verlässt mich gerade wieder. If you have already submitted your final assignment, kindly ignore this email. Okay, E-Mails war jetzt nicht so mega spannend. Wir schauen mal in die Gallery. Failed to launch. Unfortunately, this app has stopped working. Please contact the developer for more information. Okay, da muss er auf jeden Fall nochmal ran. Wir schauen mal, was denn die letzten Nummern waren. Oder in die Kontakte können wir natürlich reinschauen. Können wir auch anrufen eigentlich? Okay, das funktioniert nicht, aber wir können doch vielleicht. Wen könnten wir denn mal anrufen? Wen können wir vertrauen? Den haben wir eben auch bei den Bildern gesehen. Buddy auf keinen Fall, um Gottes Willen. Aber vielleicht will das Spiel auch denken, dass wir Derek Asshole, der Ex-Freund natürlich. Wir rufen mal Faith an. Mit ihr waren wir ja anscheinend in der Walpurgisnacht unterwegs. Heb ab! Ich glaube an dich, Lim. Scheiße. Okay, das funktioniert schon mal nicht. Aber ja, wir können schauen, mit wem haben wir der. Okay. Achso, das sind jetzt gar nicht unsere Anrufe werden dann hier nicht mit reingenommen. Also, wir haben am 30. April noch mit Ayanami Aka gesprochen. Das ist, glaube ich, ein japanischer Name, würde ich mal sagen. Und Derek Asshole haben wir auf jeden Fall auch angerufen. Dann rufen wir doch mal hier an.
glaube nicht, dass irgendeiner rangehen wird. Ich glaube, da ist das Spiel nicht fähig zu. Wir rufen trotzdem mal Derek Asshole an. Schöner Nachname auch, da weiß man gleich, woran man ist. Okay, also das wird schon mal nichts. Aber wir wissen... Nein, 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 nein. Hä? Ich habe auf Recents gedrückt, nicht auf irgendeinen Namen. So, da relativ wenig wird hier telefoniert, beziehungsweise vielleicht auch wieder nur das restored, was wir wissen sollen, damit wir sie dann, damit wir vielleicht das Programm, das Handy dorthin führen, wo Sarah momentan ist. Wir wissen es ja nach wie vor nicht. So, Gallery funktioniert wie gesagt nicht. Wir können nochmal in die Notes reinschauen. Okay, there's no place I call home, but it's warm in between. Your tone dies like winter tigers listening to good whispering. Good night from nowhere. And I giggled, and I didn't know that when I giggle, my ass ging... Huch. Ah, wir können das umschreiben, wie geil. Okay. Static, you loved me yesterday, but today, no. Today you love yourself, and I loved yesterday. From notification to notification. Wir können sogar was adden. Das ist ja cool. Ja, genau das möchte ich jetzt. Wasi was hier. Wow. Amazing. So, können wir sonst noch etwas machen? Da war nichts. Huch. Kann man auch weiter... Nee, das geht nicht. Man kommt wohl auch nicht in die Einstellungen rein. Hier unten vielleicht? Hast du mir noch was Neues zu sagen? Wir können mal mit ihr talken. Fragen wir mal. Was soll ich tun, wenn ich was Interessantes finde? Okay, also... Ist das dann... Wenn ich was Interessantes finde, soll ich also draufdrücken. Aber mit wem? Das stimmt, bei Faith. Wir wussten, dass wir mit der Walpurgisnacht unterwegs sind. Okay. Walpurgisnacht, curious. Is that German? Ja, es ist definitiv German. What is the Walpurgisnacht? I might have heard of this before. Nee, habe ich nicht. Walpurgisnacht or Walpurgis Night is in English is one of the Dutch and German names for the night of 30. April. Ich lasse jetzt das TH mal weg. So called because it is the eve of the feast of Day of St. Walpurga, an 8th century abbess. Okay. It is believed to be the night of a witches meeting. Wir wissen ja, warum sie da involviert gewesen sein könnte. Freedom of religion or freedom of belief is principle that supports the freedom of an individual or community in public or private to manifest religion or belief in teaching, practice, worship and observance. It also includes the freedom to change one's religion or belief. Okay, Walpurgisnacht, wie gesagt, hatten wir damit. Also hätten wir hier schon mal, als wir es uns eben durchgelesen haben... Also, ist das hier? Things end when you left. Nee, da ist also nix. I'm done with you. Das ist nicht gut. I need to move on. Bye, Sarah. Okay, Derek spielt schon mal irgendwie keine ganz große Rolle. Hat sich hier jetzt irgendwas geändert bei Iris? Jetzt, wo wir es... Ah, okay, das hat er uns jetzt hier... Do people still practice this? Okay, nee, wir schauen noch ein bisschen. Okay, also wir konnten also auch... Hätten theoretisch auch hier schon überall drücken können. Ja, Buddy ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Irgendwann ist wrong, you do not read it and most importantly do not open the attachment. It can come in any shape and form, but always with a particular video attachment. It's said that whoever watches the video will bring up on a bad omen. Oh, das Bad Omen. The send will also encourage you to send the video to people you know. If you receive such content, please delete
them from your phone. Only you can prevent the spread of malicious content on the web. Können wir irgendwie sehen, was sie gesendet hat? Ob sie es weiter gesendet hat oder nicht? Weil ich sehe hier nichts. Ja, das ist jetzt ja auch nichts. So, ich würde sagen, ich mache hier mal einen kleinen Cut für die erste Folge. Ist wie gesagt ein interessantes Spiel. Mir macht das sehr viel Spaß. Ich weiß nicht, ob es jetzt so viel Spaß beim Zuschauen macht. Muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Wusste jetzt auch eben gerade nicht, dass wir überall quasi klicken können, wenn wir was Interessantes lesen. Deswegen schaue ich jetzt gleich nochmal und wenn es dann weitergeht, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Sarah is Missing. Und wir wissen natürlich immer noch gar nicht, was jetzt hier ganz genau passiert ist. Also, bis zur nächsten Folge. So, damit begrüße euch zurück. Sarah's actions, it's unusual. How do you know what it is unusual? Also, wir waren schon länger nicht feiern, habe ich jetzt einfach mal gedrückt. Wir fragen mal, warum das so ungewöhnlich ist. Through various calculations of Sarah's regular activities and choices that she makes in her daily life, I can simulate and deduce that her actions or inactions in this situation does not match her past behavior. Okay, dann fragen wir mal, wie sie sich denn normalerweise verhält. Her recent behavior shows that she's suffering from abrupt and apparently unaccountable change of moods. Okay, possibly due to a relationship issue. Ja, und weil sie sich mit Geistern rumgetrieben hat. But I'm no doctor. ja, ist ein bisschen freaky, muss man ganz ehrlich sagen. So, also wie gesagt, I think there might be more clues. Also, geht gar nicht. I believe the gallery is corrupted. Ja, das haben wir auch schon festgestellt. Ich möchte das gerade nochmal mit den Geistern haben. Wo war denn das mit den Geistern? War das ganz oben, das allererste? Nee, das war mit dem James. War das mit der Jill, wo sie über Geister geredet hat? Da geht's forget about him. I'm so over him. Da kommt, glaube ich, nichts bei raus. Nee. You're right. I'm so stupid, I don't make friends. Dating Apps war, glaube ich, auch nix. Nee. Wo war denn das mit den Geistern? Don't run into zombies and stuff. Okay. Muss echt nochmal schauen, war das mit ihr hier? Nee, das hatten wir eben gerade, die wollte mit uns feiern gehen. Mit Derek war das auch nicht mit den Geistern. Okay, I can't believe you to do this. Not that I fucking celebrate, but it's a valid fucking Valentine's Day. Who the fuck leaves their girlfriend to fly back to another country to photograph nude women on valid fucking Valentine's? Jesus. Okay, das wäre vielleicht interessant. Nö, auch nicht wirklich interessant. Gut. Also das mit Mutti, glaube ich, ist auch nicht so spannend. Wo war denn das mit den Geistern? Ist das hier rausgelöscht worden jetzt gerade oder bin ich blöd? Das ist nach wie vor unavailable. Derek sieht irgendwie ein bisschen gruselig aus, muss man ja sagen. Bin so ein bisschen overasked gerade. Wir schauen mal, was Iris uns noch geschrieben hat. I think there might be more clues to her whereabouts if we look through her pictures. I believe the gallery is corrupted. Would you kindly tap and hold on the gallery icon? Okay. Das ist immer noch unser eines Memo. Okay, jetzt können wir uns die Bilder anschauen. Also haben wir das dann damit freigeschaltet. Please wait while I find what's wrong. Okay, wir haben ja ein bisschen Zeit mitgebracht. Locked gallery. Okay, Memo added. It seems Sarah has kept it locked. You will need the passcode to proceed further. The hint is Sarah's birthday. Okay, das können wir in den Mails nachschauen. Can't you just tell me, is it possible for you to unlock it for me? I wish we don't have time for this. Ich weiß ja, dass das in den Mails ist. Fragen wir trotzdem mal. Anscheinend will das Spiel das ja so. I'm afraid I can't reveal personal information. You will need to find it out yourself. Ja, ich weiß doch schon. Es ist bei den Mails dabei. Perhaps it's somewhere in the device. Tap to continue. Ja, ja. Ja, ich weiß. Aber hier stand nirgendwo ein Datum. Oh happy days, Buddy Chainmail. So, Travel Airbnb. Aber ich glaube, hier war doch irgendwie Shopping Mail. It's your birthday, it's your birthday. When you purchase. Hä? Aber
Shopping Mall an und unknown. 9. März. Unknown, 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 unknown. Okay, aber ich habe hier nirgendwo ein Geburtsdatum. Hat uns auch keiner sonst gratuliert. Happy Birthday, Sarah Gott. Da, 14. Ach, fuck, sie hat sogar am Valentinstag. How lucky are you being born on... Okay, da haben wir es doch. Also 14. Februar 2000... Okay, wir wissen nicht, wie alt sie ist. 14.2. Vielleicht ist es dann auch einfach nur 14.2. Wer weiß. Could be... Achso. Ja, das ist definitiv falsch. Achso, press enter. Hallo? Ach, please enter your passcode to continue. Ja. Wrong passcode. Super. 14. Februar. Was? Das hatte ich doch vorher schon eingegeben. Willst du mich verarschen? Okay. Ist okay. Ist okay. Okay, wir haben 5 Videos. Alter Schwede. Das hat natürlich etwas länger gedauert. There's a strange photo. Take a closer look at it. Lass mal schauen. Okay. Da war nichts mehr sonst in der Nachricht dabei. Ist auch offline, Iris. Können uns die Fotos generell mal anschauen. Steht leider kein Datum dabei. Natürlich wieder schön Foodporn dabei. Sehr cool gemacht. Natürlich auch ein asiatisches Spiel, wie man sieht. Ja, durchaus hübsch, die Sarah. Das ist anscheinend Derek. Sarah ist auch sehr hübsch. Derek am Lachen. Bislang eigentlich nichts Unübliches dabei. War wohl ein Fotoshooting. Okay, sehr gelenkig. Reservoir Dogs, cool. Hinten ein Tarantino-Film. Die PS2. Bislang habe ich noch kein komisches Foto gesehen. Eine Katze auf jeden Fall am Start. Sie liest was? Dark Budges oder Judges? Hier in der Buchhandlung. Archie Comics. Lippenstift. Lecker Essen natürlich wieder. Und eigentlich sind die beiden sehr, sehr glücklich, Derek und sie. Und er ist dann irgendwann abgehauen, weil er nackte Frauen fotografieren wollte. Jetzt schön hier im quasi Kimono. Aber wo ist das merkwürdige Foto? Jetzt hier schön in Abendgarderobe. Fein ausgewesen. Schon ziemlich cool gemacht. Oh, aber hier sieht sie jetzt nicht so glücklich aus. Da lächelt sie trotzdem wieder. Was zur Hölle ist das denn? Okay, das ist sehr, sehr merkwürdig. Achso. Okay, hätte ich beinahe wieder vergessen. It seems that this photo correlates with the video and message thread that Sarah has recently added. Would you like me to retrieve the data? Yes. Okay, aber sehr merkwürdiges Foto. Das ist wie Pippi Langstrumpf, eine sehr, sehr wütende Pippi Langstrumpf. I have successfully restored the message thread between Sarah and was, James. Stand da James? Was ist das da hinten? Sieht trotzdem gruselig aus. Ja, guck doch mal, ist in beiden Bildern drin. So. Dann können wir bei den Messages jetzt nochmal schauen. Also, mit James und Faith. Send an audio.
New Messages. Ah, okay, das ist in der Nacht vom 30. Okay, da wissen wir jetzt also, hey, come on, Sarah, it will be awesome. No, it won't. Yes, it will. Don't make me put a spell on your skinny ass. What are you afraid of? I'm not afraid of anything, especially your fake witchery. Lies, you're the most chicken shit out of all of us, and there's nothing fake about my magic. Okay, that's not true. Yes, it is. You're scared of practically everything. Well, I'm not scared of a fucking party. Maybe, maybe not, but you're scared of boys. No, I'm not. Not sure how Derek can stand you. Also, so scared of boys sieht sie jetzt nicht aus. Also, die hat schon. Sieht durchaus ganz nett aus, muss man ja mal so sagen. Hey, you didn't have to say that. Sorry, sorry, it's still too soon. It's about time you moved on. How long has it been? 3 months? Nein, noch nicht mal. 2 Monate, 16 Tage. Jesus, snap out of it, Sarah. No, I don't know. I don't trust your half hours. Okay. Put an alarm clock. Hahaha. No, no, it's okay. I'll get there myself. I'll see you there around. Also ist sie auf jeden Fall hingegangen zur Walpurgisnacht. Oh, the witch is cooking. Yeah. Well, on the bright side, if she finally poisons you, you don't have to come. Or if you don't come. Oh, warte. Need to have dinner first. Oh, the witch is cooking. Ist dann wohl die Mutti, die gemeint ist. What are you wearing? Slut, fat cow, and I'm out. See you later. Don't forget to bring those penis socks you got from Thailand. What the fuck? Hey, where are you? Why aren't you picking up? I've been calling for 50 minutes. Faith, if you don't pick up, I'm leaving you and your laters. Where's the party? There's no one here. Faith, this is not funny. I'm in the middle of the jungle and I'm alone. Where the fuck are you? Okay. So ging das alles also los. Wahrscheinlich hat sie dort auch das Video aufgenommen. Und wir haben aber noch eine Sprachnachricht von ihr. Hey, das hilft mir sehr, sehr viel weiter. Fuck, was war das denn? Night, Scary Sarah. Das hat er auch am 30. April. Hey, yo, what you up to? Busy? Anyway, I remembered you told me you want to start a blog, right? About our ghost and curse research. Also war er mit dabei. Er war ja auch der Freund, den wir auf den Fotos gesehen haben. I got something for you if you're interested. Hey, yeah, Jam. Yeah, I'm good. Better be good. Kinda, there's this thing called the Red Room. There have been reports of people dying through weird circumstances. Like after checking out the weird website, you answer some stuff and then bam! Okay, keep going. So yeah, they say that if you visit the site, your computer or phone or whatever will start freaking out. Pop-ups will start to appear and the visitor will go insane. Hang on, let me find a link to the wit. Okay, ich glaube, wir werden auch bald verrückt. Das war ja schön. Das möchte ich mir eigentlich jetzt gleich nochmal anschauen. Okay, alter Schwede, das Spiel ist verrückt. My controls are malfunctioning. I can't seem to. What do you mean by Red Room? What cult? The Red Room is connected. Okay, komm. A Red Room, a composite urban legend. It's a allegedly hidden website or service in the deep web. Ah, okay, das Dark Web, wie wir immer sagen. What the hell is going on? Komm. An inter oh, to murder. Von another measure that is, was recently deleted, this might. Hold some clues. Would you kindly look at it under Irizu text thread? Irizu text thread. Okay. Irizu text thread. Ah, okay. Da schauen wir gleich nochmal. Hallo? Nein, eigentlich wollte ich hier noch weiterlesen. Ah, what is this? The 90s sounds pretty lame. Lame, but get this. Rumor has it. Have you heard it of the Sasebo slashing its link to this site? So when the police went through to the killer's computer, the last site they found on the killer's phone was this. But still, you know how rumors can get around the web. Maybe nothing, but I'll understand if you're scared. By the way, I've gone on it, still standing, lol. But hey, it's trending now, so you might want to get dibs on this. Okay, fine, I'll check it out. I have quite high standards. I know you do. Hope you don't go insane. I gotta go. It's late, jogging at 5.
Okay, das ist relativ. Thanks, Night Colonel Jam, Night Scary. Okay, der ist eigentlich in Ordnung. Netter Kerl. So. Who the fuck is Irisu? Können wir ihr Profilbild anschauen? Das sieht irgendwie merkwürdig aus. 8:44 Uhr, also 20:44 Uhr an dem Abend, wo sie wohl verschwunden ist. Hello there, is this Sarah? I'm Irisu. I received your contact from Faith. She told me you are coming for a little party, a special gathering. Okay, hey Irisu, yeah, I'm supposed to meet you here. What's going on? I apologize, but reception here is undesirably terrible. And besides, we have a rule: no mobile phones allowed. I'm here to escort you safely to the venue. Escort? Yes, my dear. It is hard to navigate in the dark alone. It is part of our experience. I'm not sure about this. Can I talk to Faith? No, you may not. I apologize, but like I said, phones are not allowed. She is safe there, probably drunk already. Drunk? Faith doesn't get drunk. How do I know you're really her friend? I have known her since high school. Really, I don't think she's ever mentioned you. I keep a low profile. I'm not sure about this. I think I'll leave. Das glaube ich auch besser. Leave Shuri, you jest? Why? I'm almost there. Faith will be disappointed that you didn't show up. She has made reservations for you. Almost where? To where you are, of course. How do you know where I am? Faith told me she was meeting you there. I'd prefer if you didn't come here, please. I'm almost there. Please stop wherever you are. Do not worry, you're safe. I'm going to ring you. Please pick up. Sarah? Sarah, where are you? Can you hear me? Sarah, I'm at the cult site, Sarah! What the fuck war das denn jetzt? James hat uns gerade angerufen. Hey Sarah, why aren't you speaking? I need to talk to you. Ja. Sarah, Ich are you bin there? hier. Hilf mir. Fuck. Sarah, hello? Hold on. Do you hear that? Was zur Hölle war das denn? Was war das denn im Hintergrund? It's urgent. Where are you? Yeah. Why did you go to that party? Please tell me you didn't. It's real bad news. Alter, lass mich jetzt mal. Ich hasse das, wenn Leute schreiben, man kommt nicht raus. Okay. It's where are you? You've been missing for almost a day. Did you go to that party? Please tell me you didn't. It's real bad news. Okay. Ah, wir haben eine neue Mail. Ja, er ist online, das wissen wir. Können wir irgendwas senden? How bad is bad? What's going on? I'm not Sarah, komm. What? Who are you? Ja, ich habe nur das Handy gefunden. I guess I have to trust you. We'll get back to who you are later. Here, check this out. Alter Schwede, das Spiel macht schon richtig Spaß. Also ist halt viel zu lesen. Also ist jetzt nichts, wo man vielleicht so gerne zuschaut. Aber mir macht das gerade richtig Spaß. Those who are trying to prepare themselves for entry into. Those who are trying to prepare themselves for entry into. Decency is not their maker. We only have one choice to keep our society advancing. Was zur Hölle? Recruitment. Check this out. I guess I have to trust you, okay? What the fuck? What am I looking at? What do you mean? Didn't you get the email I sent you yesterday? By the way, I'm here, where the party is supposed to be. Oh shit, I see them. Fuck. Bring dich in Sicherheit, du Eumel. Oh mein Gott. Nein, 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 hör auf zu schreiben. Renn weg. Oh mein, nein. Wer schreibt denn dann noch? You won't believe this. Was denn? Schreib weiter, Mensch. Jetzt musst du weiterschreiben. Oh fuck, I think they saw me. Okay, run, bitch, run! Wer denn?
Scheiße, jetzt ist er offline. Das Spiel ist einfach zu real. So, wir hatten noch eine Mail. No, they didn't. Jesus. Alter, jetzt schreibt er wieder. Fuck. No, they didn't. Jesus, that was fucking close. I'm hiding behind this. I don't know what it is. Fuck, I hear a sound. Oh Gott, er wird gleich sterben. Er wird gleich sowas von sterben. Das ist voll spannend, das Spiel. Okay, das dauert jetzt so lange, wie mein Vater immer schreibt. Entschuldigung. Okay. Während er schreibt, lese ich jetzt endlich mal die scheiß Mail durch. Hey, Scary Sarah, thought this might interest you. Bunch of material for your research. By the way, check out the calendar. Maybe you should stay in tonight. Anyway, let me know what you think. Symbols. Mhm. Okay, was? Orgies? Spring Equinox? Sabbath Festival? Okay, Orgies. Oral, Anal, was? Any Age? Ach, Herrgott. Ach, herrje, was denn das war da dann hier? Walpurgisnacht. Blood, Animal and or Human Sacrifice, Any Age. Alter Schwede, also werden hier Menschen geopfert. You cannot touch her, curse binding. This curse is particularly for people who have done harm. You will need the following. A jaw big enough. You cannot touch her. You cannot speak to her. Alter Schwede. Menschenopfer. Wurden wir also hier hingelotst, um geopfert zu werden? So the idea is to keep the person from speaking to or approaching the one you're trying to protect and to make them feel watched and judged for their past actions. You will need the following. A jar big enough to hold a puppet. Some kind of puppet. I used a wooden one with the offender's name written on the bottom. A photo could also be used. White out a black candle. Blah, 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 blah. You cannot touch her. You cannot speak to her. In a dark place like a closet or cabinet. Alter Vater. Also Menschenopfer. Er hat er jetzt mal fertig geschrieben. Fuck, I hear a sound. Das ist immer so eine tolle Frage. So wie, hast du Empfang oder sowas? Hello? Hello there? Welcome, dear uninvited friend. Fuck. Das ist dann eher hello, hello there. Das ist nicht James, das merkt man schon. I apologize for the sudden urgency I'm about to bestow unto you. Okay, allein die mittelalterliche Sprache zeigt schon, solche Menschen opfern andere. What are you talking about? Say hello, hello to James. Oh nein, bitte kein Foto schicken. Ich wusste es. Fuck. Was ist denn das? Das für eine Maske. Ich sag's ja, die Holländer, die Deutschen, die spinnen doch mit ihrem Scheiß. Okay, nicht so wirklich gut. What's this interesting? What's going on? Hey. Fuck. Share this link with another anyone. Everyone. Or say goodbye to a brief acquaintance. You have 2 minutes. Ach, krass. Don't share the link. Aber dann geht's ihm doch an. James, send the photo. Ach, guck mal, wie wir jetzt alle auf einmal online sind. Weil wir denen wahrscheinlich was... Ach, scheiße, ey. You say this to me as if I care. What the fuck are you doing? Why are you doing this? Alter Schwede, ey. Ich will mir das gar nicht anschauen. Share it? No, ich hab's nicht gemacht. Wie kann ich das denn überhaupt sharen? Kann ich hier... Ah, okay. Fuck. Ich würde es gerne Faith schicken. Könnt ihr das schicken? Nee, okay. Die ist offline. Oh, fuck, ey, wir sollen das nicht machen. Iris sagt, wir sollen es nicht tun. Don't share the link. Wir können aber jetzt auch niemanden hier verraten. Alter Schwede, ist das Spiel gut. Komm, wir hauen es in die Uni-Gruppe. Sorry. Why have you done this? Don't share the link. Fuck. Ich hab's trotzdem gemacht. Egal, wer weiß. Wie gesagt, vielleicht können wir dem Handy auch gar nicht vertrauen.
Ja, ich hab's gemacht. Ich hab's gemacht. I did it. Fuck. Fuck, was ist los? Ich hab das doch geteilt. In die Uni-Gruppe. Boah, ey, das Video macht mich aber auch fertig. Es tut mir leid, Iris. Was war das? I don't think that people die, they just go to the departmental store. What the fuck? Jetzt können wir auch mit ihm nicht mehr reden. Find clues in Zero's phone, lock gallery, don't share the link. Ja, toll. Ich wollte es ja mit Absicht jetzt mal nicht machen. James sent a photo. Ja, ich hab's gesehen. Oh, fuck. Do you know what you shared? Yes. Okay, I don't know what. Okay, it's okay. It's a death curse. Ich habe gut, dass wir es in eine Gruppe geschickt haben. Sehr gut. Ich bin der Beste. Ich bin der Beste. I don't believe it. There's no such thing. Ach, I don't believe it. Das kann es doch Quatsch. Whether you believe me or not, it is of no consequence. You shared it, it's done, thank you. Macht keinen Sinn. Many things in life make little to no sense at all. Why did you do this? Warum haben die das gemacht? Antworte, du Arschloch. Kann ich die Gruppe löschen? Vielleicht bin ich ja der Master Chief. Nee, bin ich nicht. Fuck! Fuck! Ach, ich wusste es. It's me again. I apologize for not introducing myself. How rude of me. Komm, wir beleidigen ihn mal oder sie. Man weiß es ja nicht. Wir wollen hier niemanden diskriminieren. An almost like love dying without apparent pain, wondering as the world goes by with curled smile if anyone else saw or sensed my crime. My name is Irizu. I'm one of the, how do you say, leaders for tonight's ceremony. We have met on a very unfortunate night. Cherish this moment, my stranger friend. Are you fucking crazy? You just killed someone. You're asking me to celebrate a killing. Komm, wir sind einfach mal richtig abgefuckt jetzt, was ich weiß. Me kill never. Natürlich nicht. Do not take me as a lowly murderer. Please do not misunderstand my intentions. Was zur Hölle? Then why? Why kill the poor man? Ich meine, warum sollte er sonst so Fotos schicken? As I said before, I do not kill. And that man was anything but poor. Warum das denn? He was a deceiver. All these choices. What do these options mean? How so? What did he do? Did he lie to you or something? Ja, das wird's natürlich dann gerechtfertigen. That doesn't mean that he should die. Was hat er denn getan? Das würde mich jetzt auch interessieren. You will never be private to that information, my young friend, nor will you need it to further your quest. Oh Gott, ich weiß gerade gar nichts mehr. Boah, das Spiel ist aber richtig gut. Ist richtig gut. Ein bisschen langsam angefangen, aber jetzt geht's richtig ab. What are you talking about? Who are you? What quest? What is this? Where are my manners? I have told you my name, but not what I do. I fear that my age has somewhat dulled me to the simple talk, small talk as you call it. It does not matter much what I do, but what's important for you to know, my young friend, is that you, like everything else in this world, you have a choice. I'm here to offer you that choice. Yeah, what kind of choice? You didn't offer James much of a choice. Vielleicht, aber doch, trust me, he had made his choices long ago. Time is of the essence, not reason. Ich will gerade mal schauen, was Iris uns geschrieben hat. What do these options mean to you? Is this your demonstration of free will? Ja, leider ja. Ich dachte, ich sende das einfach irgendwo hin. Ich weiß, kann man schauen, ob das schon jemand in der Gruppe gelesen hat eigentlich? Nee, man kann es nicht rüber switchen, wie das beim iPhone normalerweise geht. Ansonsten könnte man doch jetzt irgendwie noch eine Warnung reinschreiben oder sowas.
don't fucking erase the group, aber dann würde man die Leute in die Gruppe löschen, was auch nicht so clever wäre. Ich würde gerne wissen, wer in der Gruppe ist und den Leuten schreiben, dass sie auf keinen Fall nachschauen sollen. Ich meine, aber vielleicht bedeutet das ja auch gar nichts. Ich meine, wer glaubt schon an Flüche und so weiter? Wenn mir jetzt einer aufs iPhone schreibt, aufs Handy schreibt, hier, geh nicht in die Gruppe rein, sonst stirbst du, wenn du dir das Video anschaust, würde ich auch sagen, das Video schaue ich mir aber an. Alter Vater. What? Was sind meine Optionen? Komm, haus raus, mein Freund. Ah, now you understand. You must ask the right questions. The choice is simple, yet not. Aha. I'm listening. What will you make me do this time? Okay, komm, wir akzeptieren mal unser Schicksal. A leap of faith. We're almost out of time. So here it is. Ich übersetze jetzt nicht mehr, das wäre zu viel. Would you like to join us? I believe you have the potential. It is rare for me to offer this to someone who's uninitiated. Yes, no, simple yet not. Who is uninitiated? Ja, ich würde auch gerne wissen, was ich oder wer, was, wem, warum ich das hier überhaupt mache. You'll find out soon enough if you have your wits about you. Quickly now. Yes, no. What if life itself was in the balance? Say these two young, ravishing women. Fuck. Find Sarah. Haben wir. Wir haben Sarah. Und anscheinend auch ihre Freundin. You choose between them who lives to see the sunrise tomorrow. Fuck. You maniac. You said you do not kill. Didn't you just say you are not a killer? How do I choose? But I do not. Aber er lässt anderes machen wahrscheinlich. It is not my choice. Sacrifice is not the act of pure destruction. It is merely a transformation. Life is perpetual. I leave it up to you. God himself makes these decisions all the time. Does he not? Why not ease some of the work for him or her or it? Was? Or her or it? However it is that you see your God. Sarah or Faith, their names mean nothing to you but us. They are what binds them to this flesh and mud. Say one of their names and know that it will be their last breath. There's no sweeter invite than a last breath to welcome you. One passes and another comes. What say you? What say you, Fulm? I love this. It's great. Yeah, more of it. Let me choose between my parents. Also, lass mich zwischen meinen Eltern entscheiden. Why me? Why? Why not? It is fun. Since you're here anyway, also just by coincidence wahrscheinlich, why not choose? Everything alive is a choice, whether you join us or not. It makes no difference. Yes or no. Sarah or Faith. You have 10 seconds. The deed is done. Welcome, my child. I knew you were special. One such as you surely deserves to know the secrets to life. Answer me this. Why did you choose Sarah? Scheiße. I want to see what you would do to her. I had no choice. I felt that somehow she deserved it more. I want to see what you would do to her. No choice. Ich habe keine Ahnung. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, warum sie es mehr verdient hat. Irgendeine mussten wir wählen. You sound weak-willed. Many of us started weak, but you will find the strength soon through guidance. Ich hasse das THA. Okay.
Okay. Hallo? Uh-oh. Why did you pick Sarah? Ich weiß es nicht. Why not Faith? You shall pay for this. Ich wollte einfach nur schauen, wenn wir was anderes wählen, als das Spiel vielleicht möchte. Uh-oh. You made it this far. Too bad you won't make it much further. But know that you have now become part of something much larger. All will be revealed in due time, but not this instant. Any last words? As the humans are so fond of leaving words behind. I'm lost, but I feel empty. I want to go there. Please don't leave me, what? I feel empty, habe ich gesagt. It's not that I don't love your little chats, it's just I don't love them. This is awful. So, noch ein kleiner Nachtrag zum Spiel, jetzt wo wir gerade mehr oder weniger aus dem Spiel rausgeworfen wurden. Sehr cool, sehr cool. Es gibt verschiedene Enden, man kann verschiedene Wege gehen. Warum ich jetzt Sarah genommen habe, weiß ich gar nicht ganz genau. Ich kann es gar nicht wirklich genau erklären. Ich habe einfach immer nur den Instinkt, was anderes zu machen, als einem das Spiel manchmal vorgibt. Wir werden das nochmal spielen, würde ich sagen. Wir spielen das auf jeden Fall mehrere Male und schauen, was dann hinten bei rauskommt. Was das Handy, was Iris denn mit uns macht, wenn wir zum Beispiel Sarah retten. Wenn wir Sarah retten, ist gar nicht so leicht zu sagen, Sarah retten. So, jetzt haben wir es geschafft. Ich werde das jetzt gleich nochmal von Beginn an spielen und einfach mal schauen, was das Spiel dann noch für uns übrig hat. Wir können wahrscheinlich auch einfach nochmal andere Dinge auswählen und dann gibt es vielleicht einen ganz anderen Weg dahin. Ich meine, wir wissen jetzt ja quasi schon, was passiert ist. Was ein riesiger Vorteil ist. Wir müssen uns nicht alles nochmal anschauen, aber durchaus ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel. Daraus kann man noch fast mehr machen. Also die Idee ist einfach extrem gut, macht Spaß. Und ich bin jetzt einfach mal gespannt, was uns beim zweiten Durchlauf mehr oder weniger erwartet. Also, Sarah is missing. Wir haben sie gefunden. Wir haben dafür gesorgt, dass sie getötet wird. Ich finde, da kann man schon mal einen Daumen hoch für, also jetzt kein YouTube-Daumen hoch für, sondern generell einen Daumen hoch. Daumen hoch könnt ihr auch immer geben, wenn ihr Bock habt, aber da würde ich euch nie zu auffordern. Aber sehr, sehr cool. Das hat mich jetzt gerade echt gepackt und ich meine, man hat quasi nur Nachrichten gelesen. Aber es war echt richtig gut. Hat Spaß gemacht. Also, wir sehen uns hoffentlich dann in der nächsten Folge Sarah is Missing wieder. Bis dann.